Leute, wir haben uns heute hier versammelt, um etwas zu machen, was ich schon übelst lange als Idee habe, nicht umgesetzt habe. Heute wird gekocht. Aber wir kochen nicht einfach nur so, sondern ich habe mir dieses wundervolle Spiel hier gekauft. Kochkurs, was wollen wir heute kochen? Ein Nintendo DS-Spiel vom Jahre 2008. Hier hinten steht über 200 internationale Gerichte. Und weil wir so unfassbar kreativ sind, haben wir uns von diesen 200 Gerichten vor ein paar Tagen im Stream für Spaghetti Bolognese entschieden. Hier haben wir den Star des heutigen Abends und des Tages. Mein 3DS. Dort ist es auch schon, das Spiel. Das wird klasse. Dann ist hier später der Herd. Hier sind schon ein paar der Zutaten. Und das Falco. Klasse. Ja, Mann! Was wollen wir heute kochen? Wie bereits gesagt, haben wir uns für ein wirklich außergewöhnliches internationales Gericht entschieden. Und zwar Spaghetti Bolo. Ja, gehen wir mal rein, wa? Wir gehen in den Kochkurs. Dass da 245 steht, ignorieren wir einfach, okay? Wir ignorieren das. Das ist völlig auch egal. Wir machen Spaghetti Bolognese. Was Exotisches zur Abwechslung, so nämlich. Genau, die Zutatenliste war hier. Arbeitsgänge, wir gehen rein. Also gut, fangen wir an. Ja, Mann! Zuerst müssen die Zutaten geschnitten werden. Dafür benötigen Sie ein Schneidebrett und ein Küchenmesser. Okay, Schneidebrett und Küchenmesser, das kriege ich ja hin. Weiter. Okay, wir müssen Zwiebeln schneiden. Hier fängt's auch schon an. Ich habe Schalotten geholt, weil ich bin ein faules Stück Scheiß. Mehr Infos? Okay, so Zwiebeln. Das war nicht die Zutaten. Okay, zuerst müssen die Zutaten geschnitten werden. Digga, sag mir doch, was ich brauche. Was haben wir denn? Eine halbe Zwiebel. Digga, was ist denn eine halbe Zwiebel in Schalotten? Ich würde so sagen 2-3, oder? Weil Schalotten sind so winzig. Ich muss bestimmt safe gleich heulen. Was soll's, wa? Schälen Sie zunächst die Zwiebeln. Dann schälen wir mal. Leute, bitte verurteilt nicht meine Kochkünste, ja? Ich fange an zu weinen. Ich mache das immer so, dass ich da so reindingse. Also immer, als ob ich so regelmäßig koche. Aber weg den Bombs. Mit dem Sägemesser. Ich habe leider nichts anderes. Schneiden Sie nun die Zwiebeln klein. Zerkleiner das einfach so, ist mir auch wirklich egal an der Stelle. Ah, meine Augen! Ich fühle mich gerade so richtig intim mit euch. Ich fühle mich gerade ein bisschen nackt, muss ich sagen. Der Fakt, dass ihr jetzt hier so seht, wie ich koche und wie scheiße das ist. Immerhin bin ich nicht wie diese horny TikTok-Chefköche und fange an, das Essen zu fingern. Schneiden Sie als nächstes den Sellerie klein. So maybe klein schneiden? Leute, wie steht ihr zu Sellerie? Sellerie schneidet, glaube ich, die Geister. Ich muss sagen, so in Gerichten finde ich es fein. Aber sonst bin ich jetzt nicht so der heftigste Sellerie-Ultra. Arsch, eklig, find's lecky. Ja, komm, das reicht mir. Schälen Sie jetzt die Karotten. Jetzt wird geschält. Geschält, wollte ich sagen. Ja, gechillt auch, aber nicht bei mir. Also nicht ich. Also ihr chillt. Meine Güte. Mit Rotwein oder ohne? Mit veganer Rotwein sogar. Habe ich auch extra nachgeschaut. For whatever reason finden das so manche Weinhersteller übelst lustig, funny, hilarious, einfach ihren Traubensaft nochmal schön durch ein bisschen Gelatine zu jagen. Die hat Curves. Die ist hier ein bisschen thick, oder? So, sie ist ein bisschen so ass out. Smash. Top. Ich hoffe, mein Mann kommt rechtzeitig nach Hause von seinem harten Arbeitstag, damit ich ihm, wie es sich für mich als Hausfrau gehört, ein schönes Mahl vorsetzen kann. So, die Karotten sind geschält. Der Müll quillt auch schon fast über. Mega geil an der Stelle. Schneiden Sie die Karotten klein. Say no more. Leute, seid ihr so Leute, die gerne kochen? Weil ich muss sagen, auf der einen Seite finde ich es mega chill, aber manchmal denke ich... Ey, mir fällt hier halt jetzt übel viel runter. Schälen Sie zuletzt den Knoblauch. Eins, zwei und drei. Classic, den ich immer mache, ist den Scheiß zerdrücken. Weil dann kann man es richtig geil schälen danach. Und dann, wenn man so drauf gedrückt hat, geht das eigentlich ziemlich gut. Easy. Knoblauch einfach so geil, Digga. Warum macht die Sachen, die der DS noch nicht sagt? Jenny, ich hab nur auf das Bild geachtet. Ihr habt recht. Schneiden Sie den Knoblauch klein. Sorry. Als nächstes müssen die Tomaten zerdrückt werden. Dafür benötigen Sie eine Schüssel. Schüssel! Boah, das sind Brocken. Geben Sie die Tomaten mitsamt dem Saft in die Schüssel und zerdrücken Sie sie mit der Hand oder einer Gabel. Ich weiß genau, was ihr davon lieber sehen wollt. Habe ich recht? Mit beiden, na klar. Leute, that's what good sounds like. Damit ist die Vorbereitung beendet. Jetzt können Sie die Soße zubereiten. Dafür benötigen Sie eine Pfanne mit Deckel. Hab halt keinen Deckel, tatsächlich.
Nimm einfach diesen übergroßen Dingens. Ah! Geben Sie etwas Olivenöl in die Pfanne und erhitzen Sie es auf mittlere Hitze. Gut. Mittlere Hitze. Geben Sie den Knoblauch in die Pfanne und braten Sie ihn leicht an, bis er sein Aroma abgibt. Okay, I guess. Bisschen Knoblauch kann man auch schon mal reinwerfen, wa? Passiert irgendwie nicht so. Wobei so leichte Bläschen drumherum bilden sich jetzt. Oh, es bewegt sich! Oh mein Gott, Eigenleben! Bro, it's moving! It's happening! Oh mein Gott! Tanzparty! Das zischt aber nicht so geil. Ich will, dass es zischt. Egal, Leute. Wir haben ja Zeit, wa? Wir haben ja Zeit und wir genießen das ja auch. Ist ja jetzt nichts, was wir hier so schnell auf, ne? Ihr wisst und so. Sondern, wir machen das hier ja auch aus Spaß und Freude und so. So, und jetzt soll es das durch das machen, bis es sein Aroma abgibt, Digga. Was soll das denn bedeuten? Gibt das jetzt schon sein Aroma ab? Ich weiß es doch nicht. So, ich glaube, das entfaltet hier auch gerade schon sein Aroma. Es wird schon so goldbraun. Fügen Sie nun Zwiebeln, Sellerie und Karotten hinzu und braten Sie alles weich. Dann werde ich schon mal einen großen Topf fürs Wasser holen. Weil das wird dauern. Ha! So, da kommt hier mal der ganze Bums dazu. Soll der Knoblauch nicht braun sein? Er wird er halt in der Pfanne zwangsweise, oder nicht? Geben Sie nun das Hackfleisch hinzu und braten Sie es auf großer Hitze und rühren krümelig. Okay, das nutzt du eigentlich als Fleischersatz. Normalerweise finde ich das von Lidl richtig geil, aber ich war halt nicht bei dem Lidl einkaufen. Deswegen habe ich jetzt das von The Vegetarian Butcher, glaube ich, geholt. Bitte hier. Not sponsored, aber das ist das, was ich geholt habe. Es riecht auch schon echt geil, muss ich sagen. Aus was ist das gemacht? Das dürfte Soja sein. Ja, auf Sojabasis. Ich weiß auch nicht, ab wann das Gemüse weich ist. Vielleicht soll ich es mal probieren, wa? Hm? Ja? Ich glaube, das passt halt literally alles gar nicht in diese Pfanne rein. Haha! Geben Sie Mehl hinzu, verrühren Sie es sorgfältig und schwitzen Sie es an. Achten Sie darauf, dass es nicht anbrennt. I'm trying. Was eigentlich mit Würzen? Kommt das noch vor der Soße? Das entscheidet der DS, nicht ich. Ich führe hier nur das aus, was die Roboter-KI mir vorgibt. Wollen wir mal jetzt hier ein Esslöffel Mehl zugeben und anschwitzen? Digga, wo soll ich denn hier noch Platz zum Anschwitzen haben? Fun Fact, ich habe gerade Kokain reingemacht tatsächlich. Geben Sie den Wein hinzu und lassen Sie die Soße etwas kochen, damit sich der Alkohol verflüchtigt. Jetzt wird's doch endlich mal interessant. Hier ist mein veganer Bio-Rotwein. Warte, da. Ist ein bisschen zu viel, aber ich probiere einfach mal. Ja. Ich bin halt nicht so für trockene Weine. Schlotzig lecky. Meine Güte, könnt ihr mal aufhören, hier zu meckern? Ich gebe mir die Mühe, euch hier bestens zu entertainen. Und das ist, was ich bekomme. Schlotzig ist ein Kompliment. Was ist? Schlotzig ist geil? Echt? Ich finde, schlotzig klingt halt so ekelhaft, wie so Rotze oder so. Schlotzig ist geil. Echt? Das wusste ich nicht. Dann meiner, dann sorry. Fügen Sie nun die Tomaten zusammen mit Ihrem Saft hinzu. Frag nicht, was für Saft. Geben Sie die Brühe und die Lorbeerblätter hinzu und... Ich hab die Brühe vergessen! Ich mach's noch. Oh mein Gott, ich krieg Panik. Auf wie viel Dings macht man nochmal so eine Brillon? Halber Würfel maximal auf 200 Milliliter. Ich wing das jetzt anders. Ich nehme jetzt einfach das kochende Wasser, was eigentlich für die Nudeln bestimmt war. Okay. Das wird nicht so ganz. Scheiße. Löst dich auf, du Scheißwürfel. Puh. Meine Güte, sieht das traurig aus gerade. Der Ding läuft über, wirklich. Ich krieg Panik. Geben Sie die Brühe und die Lorbeerblätter hinzu. Okay, es sind genau 2 Lorbeerblätter. Dafür habe ich diese komplette Packung gekauft. Das sieht doch nach was aus, oder? Stellen Sie den Herd auf niedrige Hitze und lassen Sie das Ganze mit Deckel etwa 20 Minuten köcheln.
Rühren Sie dabei die Soße ab und zu von unten her um. Sobald die Flüssigkeit verdampft ist, nehmen Sie die fertige Soße vom Herd. Okay, 20 Minuten gleich. Einmal kurz aufkochen. Aber wenn das 20 Minuten kocht und wir dann noch die Nudeln kochen, können wir theoretisch schon mit dem Crumble starten. Okay, jetzt sollen wir es bei niedriger Hitze mit einem Deckel drauf aufkochen lassen. Gut, gute Nacht. Jetzt geht es weiter mit dem Tagliatelle. Sie benötigen einen tiefen Topf und ein Abtropfsieb. Füllen Sie den Topf mit reichlich Wasser und bringen Sie das Wasser zum Kochen. Geben Sie etwas Salz und anschließend die Tagliatelle hinzu. Das schaffen wir. Gut, so, ich muss hier mal kurz Cam-Wechsel machen, beziehungsweise ein bisschen rauszeigen. Ich habe Spaghetti genommen, ist mir egal. Und ich nehme auch einfach alle. Ich nehme einfach alle Spaghetti. Ist mir egal. Wie lange sollen die? 5 bis 7 Minuten, okay. Den Rest kriege ich selber hin. Wir können mit dem Crumble anfangen in der Zwischenzeit. Da. 45 Minuten! Mhm. Heizen Sie zuerst den Ofen auf 180 Grad vor. Okay. Nun müssen Äpfel und Butter geschnitten werden. Dafür benötigen Sie ein Schneidebrett, ein Küchenmesser und Frischhaltefolie. Butter schneiden? Ha? So, wir haben hier die Äpfel. Das Ding ist, ich habe Margarine. Ich will gar keine Butter. Oh, ich habe noch Butter. Aber dann ist es nicht vegan. Scheiß drauf. Leg das Messer nicht so hin. Schneiden Sie zunächst die Butter klein, wickeln Sie sie in Folie und legen Sie sie in den Kühlschrank. Ha? Kannst du deine Tattoos zeigen? Ich koche gerade! Mann! Oh, hi. Na? Es schneit komplett. Echt? Ich bin gerade mit einem scheiß E-Scooter. Meine Hände sind angefroren. Nein, oh Gott. Also einfach richtig Eisblöcke. Ich habe Hunger mitgebracht. Ja. Wie ist es denn? Läuft gut. Die Soße kocht noch 12 Minuten und dann die Nudeln sind auch gleich fertig. Dann gibt's das schon mal und dann kannst du Taste-Testing machen. Super. Toll. Jetzt wird's ein bisschen schlampig hier, aber ist mir egal. Also so von der Arbeit her. Schlampig wird's? Ja. Nice. So. Wie geht's denen hier wieder? Nochmal checken. Weißt du, mir jetzt Gesellschaft? Ja. Süß. Aber du kannst, also wenn, da sieht man dich aber nicht, falls du irgendwie gesehen werden willst. Darum geht's ja auch nicht. Ja, aber gleich musst du dahin fürs Taste-Testing. Und so finde ich eigentlich ganz geil. Sie sind relativ al dente. Schälen Sie dann die Äpfel. Ich will die nicht schälen. Yummers. Warte mal, ich muss euch mal hier näher ranholen wieder, I guess. Und sonst so, Leute. Das mache ich nie wieder, ne? Ich sag's euch. Ich brauch so ein Setup, wo man einfach nur die Cam anmachen muss. Und dann kann man so chillen, wisst ihr? Das wäre geil. Hey, Tamina. Du kannst einfach im Büro machen. True, echt? Kann ich da so euer Equipment benutzen natürlich. Und so? Aber habt ihr so solche Cams von wegen kabellos bis zum PC und sowas? Ja, das ist alles. Also dieser Master-Schnittraum, diese Regie. Mhm. Das ist unter anderem extra für gemacht, dass man auch auf der Kochinsel streamen kann. Oh geil, ja dann. Auch mit kabellosem Mikro und so. Oh! Ich hatte mich schon gewundert. Ich dachte, du willst es extra hier machen, weil es mehr cozy ist oder so. Das auch, aber ich wusste nicht, dass das eh eine Option ist. So merke ich mir. Dann machen wir es vielleicht doch nochmal. Leute, mehr Kochstreams. Dann sieht das vielleicht actually gut aus und ich muss nicht von meinem Freund die Logitech-Webcam klauen. Schneiden Sie die Äpfel in jeweils 8 Spalten. Ich kenne auch eine Spalte. So, Leute, guckt euch das hier doch mal an. So, ich muss auch gegebenenfalls mit Salz und Pfeffer gegenchecken. Das machen wir gleich. Einmal kurz die Blätter raus. Mmh. Das erste Tasting wird also ich teste jetzt. Mund auf, Leute! Okay, sorry. Ich glaube, Salz muss da nicht unbedingt ran. Ein bisschen Pfeffer, Baby. Ein bisschen Salz, maybe, aber nicht viel. So, ein bisschen Salz. Zack. Gut. Ich glaube, es passt. Dann serviere ich jetzt mal, wa? Dann holen wir als erstes einmal die Nu. Hi. Nudeln sind schon voll verklebt direkt, aber egal. Boom. Mal das. So. Leute, das ist es doch, oder? Das sieht ein bisschen traurig aus. Würden Sie bitte hierher kommen, um zu testen?
Here we go, Leute. This is it. So, ich mix meins schon mal so ein bisschen. Geil. Jetzt sieht's nicht mehr so schön aus. Bitte schön. Danke. Heiko kriegt auch seine Hacksülze und dann sind alle glücklich. Also was genau hat es jetzt hier mit auf sich? Ich habe vor einer Ewigkeit so ein Nintendo DS-Spiel gefunden. Ja. Was so ein Kochkurs ist. Ja. Und es gibt über 250 Rezepte. Ja. Und ich dachte, ja, so eine schöne Bolo, die ist es. Ja. Und dann habe ich die gekocht, nach Anweisung von diesem Nintendo DS-Spiel. Und das ist das Ergebnis davon. Okay. Mit Falco, hier ist dein Happy. Okay. So, Leute. Dann schauen wir mal, wa? Sieht schon so ein bisschen aus. Ich habe ja auch noch Bolo gekocht. Ja, ich weiß, deswegen war ich davon inspiriert. Um zu wissen, ob ich es besser hinbekomme oder schlechter oder... Ja. Oder schlechter hinbekommen. Das ist die Frage. Ich bin so gespannt. Ja. Den Witz habe ich schon vorhin gemacht. Ah, okay. Guck mal, sie isst immer ohne Löffel. Aber mega weird. Das ist genau in dem Moment. War echt guter Moment. Ich habe einmal Tamina gefrontet und bin richtig ausgerastet beim Tasting. Aber ich habe es aufgenommen, Leute. Ja, kann man machen, I guess, wa? Also, was ich sagen wollte. Tamina isst ja Spaghetti ohne Löffel. Wie findet man das? Ja, wie findet man das? Wie findet man das? Wie ist da so die allgemeine Meinung zu? Na ja, auch so, ich esse auch, ist voll okay, fühle, ich kann das nicht mit. Du bist, glaube ich, allein. Krass, ihr habt ja alle gar keinen Benehmen. Das schmeckt übel geil. Also, wirklich, ich war schon fertig. Das ist krass, ne, wie lange Bolognese eigentlich dauert, wenn es nicht aus der Magifix-Tüte kommt. Auch wenn man halt streamt und dann die ganze Zeit halt übel langsam ist so. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gebraucht hätte, wenn ich es nicht mit dem Stream gemacht hätte. True. Hätte ich mir wahrscheinlich Noise Cancelling Kopfhörer angemacht, Breakcore geballert und dann... Was? Breakcore? Ja, ist Musikrichtung. Ist der Bruch? Ja. Ist das neue Emo-Core oder? Mhm. Das war ja zu meiner Zeit. Ja, ja. Mein süßer alter Mann. Mein kleiner Rentner bist du, ja? Bist du mein kleiner Rentner? Das geht raus an alle, die sagen, ich soll mehr essen. Er isst halt viel. Das wird nur direkt verstoffwechseln. So, Freunde. Ihr denkt alle, ihr seid hier Tamina-Fans und so. Na ne? Klar. So, take this. Achso, jetzt kommt der krasse Risa. Ihr Lutscher. 81 Monate. Krass. 7 Jahre. Ja. 7 Jahre, das war. Jetzt rechnet euch mal die Kohle aus. Und dann lasst Tamina nochmal sagen, sie wäre nicht reich. Davon kriege ich ja nur ein paar Euro. Oh, es geht so schlecht auf Twitch. Ah, das sieht irgendwie gefährlich aus. Hast du ein Problem? Nein. Wie bei Chucky die Mörderpuppe, ey. Das habe ich gehört. Da hat dich jemand beleidigt. Wo denn? Da hat eine Person geschrieben, ja. Die ist sogar sub. Also da würde ich jetzt aufpassen. Mhm. Du stellst dich ungeschickter in der Küche an als Kendall Jenner Tamina. Die bezahlt mich, dann darf sie das. Bist du käuflich? Ja, klar. Darf man dich dann durchbeleidigen, wenn man dich kauft? Na klar. Die heutige Jugend. Das macht mich fertig. Damit ist die Vorbereitung beendet. Digga, was geht da jetzt ab? Nun werden die Äpfel mit Zimt bestreut. Dafür benötigen sie eine Schüssel. Tja. Geben Sie die Äpfel in die Schüssel und den Zitronensaft darüber. Bestreuen Sie die Äpfel nun mit Zimt. Das habe ich doch literally gerade gemacht. Nun wird der Apple Crumble zubereitet. Dafür benötigen Sie eine feuerfeste Form. Legen Sie die Form nun mit den Äpfeln aus. Super, Leute, oder? Sieht doch toll aus. Sind das Kartoffeln? Nee, ach, sind die Äpfel. Es passt perfekt auch rein. Geben Sie zunächst Mehl und die klein geschnittene Butter in die Schüssel. Hier steht halt Weichweizenmehl. Aber das Einzige, was ich kaufen konnte, ist Weichweizengrieß. Ist das dasselbe? Kann ich das jetzt benutzen? Nein? Dann muss ich normales Mehl nehmen, weil Weichweizen habe ich nicht. Ach, das ist Weichweizenmehl 405. Hä? Die haben Schreibe, das ist so weird. Geben Sie nun braunen Zucker dazu. Kneten Sie anschließend alles mit den Händen zu einer Masse. Damit ist der Streuselteig fertig. Mit den Händen kneten. Was gesagt mit den Händen? Ich glaube, das ist jetzt guter Teig. Naja. Ich glaube, das passt. Geben Sie den Streuselteig nun über die Äpfel. Ich glaube, das wird noch zu Streuselteig. Also es wird zu Streuseln, wenn es dann halt wegbackt. Ich habe voll die gute Streuselverteilung hinbekommen. Ich bin mega stolz. Ich glaube, das wird Schmackofatz. Wenn das geil ist, dann mache ich das in meiner Family zu Weihnachten oder so. Stellen Sie die Form in den vorgeheizten Ofen und backen Sie... 35 Minuten! Oh. So, dann stellen wir mal Timer und dann wird aufgeräumt. Thank you.
würde dir gerne helfen, aber ich glaube, es ist besser, wenn Falco oben bleibt. Ja. Egal, Scherben bringen Glück. Oh, fuck. Actually geschnitten, geil. Brauchst du Pflaster? Ja, danke schön. Danke. Sorry, Love hurts. Love hurts. Au. Mir ist was aus dem Fuß gefallen, top. Kann ich dir helfen? Warte, nee. Nicht. Scheiße. Fuß gebrochen bei Happy Crumb, wirklich. Ist das unangenehm. Guckt euch das hier aber mal kurz an, bitte. Jetzt bitte, ja. Ist es korrekt? Sieht man was? Zerstöre ich nicht schon wieder. Diese Krampel ist Krammeling, Leute. Wie lange noch? Eine Minute noch, oh mein Gott. Ah! Jetzt ist es soweit. Ja! So. Boah, das ist es, Junge. Boah, der Crumble serviert, der sieht schon sehr, sehr geil aus. Nun wird die Sahne geschlagen. Scheiß auf die Sahne. Guten Appetit. Dankeschön. Boah, Leute, das ist es für mich an der Stelle. Na gut, es gewinnt keinen Schönheitspreis, aber darum geht es hier auch gar nicht. Schönen Dank. Gut, ja, dann testen wir mal, wa? Aber es ist heiß, müssen wir aufpassen. Ja, dann warten wir noch ein Minütchen. Passt dazu jetzt nicht so Vanillesoße zum Beispiel? Ja, ich hätte Schlagsahne, aber dann müsste ich halt in so ein Eisdings auf. Dann kann ich wieder nicht schlafen. Jetzt verbrenne bitte nicht die Fresse, dann hast du Triple Damage heute. Da hast du halt eine Dreier-Kombo. What's happening? Oh, von Zilla, danke für die 5 Gifted. Dankeschön! Warum sind die jetzt alle ein Hamster? Das ist eine Katze. Ah. Das ist das He's Crazy Emo. Das postet man, wenn jemand Subs giftet. Warum? Weil die Person halt crazy ist. Was ist denn der Katze jetzt crazy oder? Nein, ist einfach der, die ist hyped. Kenne für eine sein. Ich glaube, die bekommt unnormal die Kamera in die Fresse gedübelt, oder? Sieht nicht aus, als wäre die hyped. Sieht aus, als hätte die Schmerzen. Was ist denn da jetzt alles drin? Das ist Apple Crumb, also Apfelstreuselzeug. Ich find's geil. Du bist ja nicht so viel Süßes, ne? Ich find's geil. So, und falls ihr es zu Hause nachkochen wollt, kauft euch ein Nintendo DS. Und kocht's nach.